Ja, guten Tag. Wer bist denn du? Hi, ja, ich bin die Angelina Mengel. Mein Studio ist Tattoo-Kunstwerk und aus Solingen komme ich. Ist ja bei mir um die Ecke. Ich muss dich eigentlich auch mal besuchen kommen, fällt mir das auf. Und du hast ja bei Pain & Fame auch mitgemacht, ne? Sehr erfolgreich. Ja, das könnte man so sagen. Welchen Platz hast du belegt? Zweiten. Oh, klasse. Sehr gut gemacht. Und wie war die Zeit so mit den anderen? Ach, es war mega cool. Also tatsächlich vermisse ich die Zeit manchmal auch ein bisschen. Es war natürlich sehr, sehr anstrengend, gerade der erste Tag, weil es war, ich glaube, der letzte Tag im Juli. Es war unglaublich heiß und im Studio war es so unglaublich heiß. Wir waren gefühlt 60 Grad, ne? Wir haben geschwitzt ohne Ende und dann wolltest du natürlich auch nicht mit so einer klatschnassen Stirn da stehen, ne? Hast immer nachgepudert, aber es war mega lustig auf jeden Fall. Es hat richtig Spaß gemacht und dadurch sind natürlich auch viele Freundschaften jetzt entstanden, ne? Wir haben alle immer noch miteinander Kontakt oder die meisten zumindest. Ja. Ja, ich habe auch gerade noch mal mit der Mini gesprochen, die hat mir auch im Studio besucht. Die hatte ja dann damals erzählt, dass sie auch bei deiner Studioeröffnung war, dass du alle eingeladen hattest. Und jetzt seid ihr da auch so ein richtig schönes Trüppchen, ne? So also alle am Tätowieren da hinten. Was hast du denn diese Convention so gestochen? Ich habe den ersten Tag am Freitag habe ich direkt ein Riesenprojekt gehabt von, ich glaube, 11,5 Stunden. Das ist eine meiner treuesten Kundinnen tatsächlich. Die habe ich das erste Mal vor einem Jahr in Zwickau beim Rennieroffer Convention tätowiert und die kommt sie aus Bayern und reist mir aber eigentlich überall, wo ich bin, reist sie mir hinterher. Ne? Also in Österreich habe ich sie schon gestochen, in Düsseldorf, ich glaube 3 oder 4 Mal in Zwickau, in Schweinfurt, jetzt hier in Dortmund habe ich sie tätowiert. Also einen ganzen Sleeve hat sie schon von mir und jetzt fangen wir gerade das Bein an, also haben die zweite Sitzung am Bein gerade gehabt. Magst du ein bisschen über die Motive erzählen oder wird es eine Überraschung? Für sie hoffentlich nicht. Sie weiß noch gar nicht, was drauf ist. Sie weiß noch gar nichts davon. Sie sagt mir halt immer so, in welche Richtung sie gehen möchte. Ne? Sie hat das erste Mal auf dem Bein hat sie so einen riesigen Skull von mir bekommen. Mit so ein bisschen Barock und Verschnörkelung im Hintergrund. Und vorgestern haben wir ein Model gemacht mit einer verspiegelten Sonnenbrille und so einer Zigarette und ein bisschen Rauch dazu. Und auch im Hintergrund wieder diese Barockschnörkel aufgegriffen. Ja. Und wie würdest du seinen Stil so beschreiben? Meinen Stil, ja, das ist immer sehr, sehr schwierig. Lass dir Zeit. Es ist Sonntagmorgen. Ja, genau. Also, natürlich tätowiere ich realistisch, aber also gerade durch die Graufarben, die ich benutze oder die ich verwende, tätowiere ich nicht, wenn ich Black and Grey mache, nicht dieses typische Greywash, sondern arbeite mit echt Graufarben. Okay. Und ich glaube, das erkennt man auch wieder immer wieder in den Arbeiten. Das musst du mir noch ein bisschen genauer erklären. Das habe ich, also so als Noob, ich habe es drauf. Nein, ich habe noch das drauf, aber so von der Technik her weiß ich jetzt gar nicht genau. Also Echtgraufarben bedeutet? Echtgraufarben bedeutet gemischt aus Schwarz, Weiß und eventuell noch ein paar Unterfarben. Ne? Also der Marco Klose und ich, wir haben dann was zusammengemischt mit Intense zusammen. Wir waren im April in Las Vegas bei Mario Barth und haben da, ein Farbset zusammengemischt, was auch Ende des Jahres rauskommen wird. Also Marco und ich haben den Prototypen schon, womit ich auch hier auf der Convention schon die ganze Zeit tätowiere, unter anderem halt auch dieses Bein. Und das sind halt unterschiedliche Grautöne, bis hin zu sehr hellem Grau. Und ich glaube, da kann man sehr stark daran erkennen, oder diese Farben geben halt diesen Wiedererkennungswert ein bisschen in den Arbeiten. Ja, also es kommt ja nicht nur aus Talent an, sondern auch ein bisschen aufs Material dann irgendwo, ne? Ja, klar, natürlich. Man kann bei vielen Künstlern immer erkennen, welches Mischungsverhältnis sie haben. Daran erkennst du dann natürlich auch immer die Arbeiten wieder, ne? Das finde ich immer sehr interessant, weil jeder mischt unterschiedlich die Farben. Und ich finde es immer mega interessant, dass du an dem Mischverhältnis erkennst, wer es tätowiert hat. Ja, das ist ja mega cool. Wusstest du denn immer schon, dass du Tätowiererin werden willst oder hast du vorher was anderes gemacht? Nee, das wusste ich, war eigentlich nie so geplant. Also ich komme aus einer Künstlerfamilie, das heißt, ich habe schon immer gemalt. Früher wollte ich eigentlich auch immer Modedesignerin werden. Aber dann bin ich tatsächlich Nageldesignerin geworden. Ja, aber ich war eigentlich auch echt erfolgreich, habe ein Studio gehabt und das lief auch alles super. Aber irgendwann habe ich halt nach einer neuen Herausforderung gesucht, wollte mich künstlerisch einfach weiterentwickeln. Ja, und dann kam halt das Tätowieren um die Ecke, ne? Ja, cool. Aber es ging ja jetzt richtig fix. Wahrscheinlich durch die Show ist das wahrscheinlich auch ziemlich ausgebucht und viele Anfragen, oder? Ja, also es war natürlich vorher schon sehr viel, aber durch die Show ist es jetzt wirklich explodiert, ne? Also das ist schon Wahnsinn. Das war schon ganz gut, aber ja,
Hat sich gelohnt auf jeden Fall, ja. Sehr gut. Wie war das denn bei dir selber? Wann hattest du dein erstes Tattoo? Mein erstes Tattoo, ja, das waren chinesische Zeichen auf der Wirbelsäule. Klassiker. Ja, genau. Da war ich 18. Was heißt das? Oder was sollte es heißen? Oder heißt es das wirklich? Ach, ganz ehrlich, ich weiß das schon gar nicht mehr. Keine Ahnung, ich war 18, bin damals in dieses Tattoo-Studio reingegangen und dann waren da diese Bilder im Bilderrahmen aufgehangen und dann diese Zeichen konntest du dir dann aussuchen, was du haben willst. Und dann habe ich mir die da tatsächlich ausgesucht. Also eigentlich genau so, wie man es heute nicht mehr wirklich macht, ne? So, sucht er erst aus dem Katalog raus. Ja, und die Dinge habe ich immer noch im Rücken. Achso, ist nicht gecovert und gar nichts? Nee, noch nicht. Aber irgendwann werde ich das wohl mal in Angriff nehmen müssen. Du kennst ja jetzt auch viele gute Leute, die das so schön machen. Und hast du dann relativ schnell weitergemacht und hast die Liebe zu den Tattoos entdeckt oder hat es ein bisschen gedauert? Ja, so Tattoos fand ich schon immer cool, aber so richtig mehr tätowiert habe ich mich eigentlich wirklich, wo ich angefangen habe zu tätowieren, ne? Wobei es eigentlich auch erst ein bisschen später kam. Erstmal war es natürlich so busy mit selber tätowieren wollen und andere Leute tätowieren. Dann will man sich natürlich auch ausprobieren, aber ja, jetzt bin ich da schon hinterher, mich ordentlich zuzuballern, ne, sozusagen. Ja. So muss das. Ja. Würdest du denn auch mal irgendwas ans Gesicht machen? Ah, das, nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht genau. Ich will nicht nein sagen, komplett nein, aber ich kann es mir im Moment nicht vorstellen nehmen. Und was sind so, ja gut, Lieblingsmotive ist vielleicht ein bisschen schwer, aber was bedeutet dir, welches Tattoo bedeutet dir besonders viel? Hast du da eins oder bist du einfach so, alle sind total meins? Ich kann ja gar nicht, glaube nicht, dass ich wirklich, also was ich ganz cool fand, das habe ich jetzt vor ein paar Tagen bekommen. Das ist noch ein bisschen, ja, sieht man. Ne, das ist noch ganz frisch. Das ist ein Hahn mit einer Erdbeere. Und das ist mein, der Markus und ich, wir heiraten ja nächstes Jahr. Ja, und der Markus heißt Hahn mit Nachnamen. Ja. Das ist eine Hahnbeere. Und ich bin quasi die Erdbeere, die er im Arm hält. Ne? So. Ja. Ja, das ist vielleicht so das. Aber alles andere ist nichts, was irgendwie eine große Bedeutung für mich hat. Also ist bei dir eher Verzierung sozusagen. Ja. Bist du denn oft bei den gleichen Tätowierer oder beim gleichen Tätowierer? Oder, nee, immer unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel am Bein habe ich was, Michael Jackson habe ich da am Bein gemacht von Dimitri Samuin, dann hat der Renny mich tätowiert, Maxim hat mich am Bein tätowiert, der Ronny hat mich auch schon tätowiert, ach, das ist immer so, wie es mir gerade gefällt. Also den Arm hier zum Beispiel, das ist ja alles in diesem New School Stil und das macht mir der Malte Rose und der Caleb Morgan, der ist aus Florida, die zwei machen mir den Arm. Ja, das ist doch cool. Machst du denn manchmal so Austauschgeschäfte? Also du tätowierst die und die tätowieren dich? Ach ja, klar, so unter, also ich sag mal jetzt, wenn man so ein bisschen untereinander befreundet ist oder unter den engeren Kollegen, klar schon. Ja. Weißt du schon, was als nächstes kommt bei dir als Tattoo? Nee, noch nicht genau. Weißt du denn schon, was du als nächstes stichst? Ja, eine Rose. Eine Rose, eine Rose ist eine Rose, ja. Ist eine Rose. Ja. Und das geht gleich los? Ja, genau. Okay, deswegen hast du jetzt gesagt, ich bin, sehr gut. Dann freut es mich sehr, dass du dazwischen vorbeigeschaut hast. Ich frage immer am Ende, ob ich was vergessen habe zu fragen, ob du noch was Bestimmtes erzählen willst oder ob du zufrieden bist und ja. ja, jetzt gerade habe ich nichts Festes, so was ich erzählen möchte. Nee, musst du auch nicht. Nee, einer sagt, ja, jetzt habe ich vergessen, das und das noch zu erzählen. Nee, im Moment alles gut. Nee, ist okay. Cool hier, Convention ist cool, macht Spaß, coole Leute. Ja, finde ich auch. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß und Erfolg bei deinem Projekt. Und ich knuddel dich nochmal am Ende. Ja. Danke fürs Interview. Danke.